Moin, moin, liebe Leute. Wir machen heute mal ein wenig ein Fitting Guide der anderen Art, nämlich dass die fertige Waffe schon direkt am Anfang da ist. Es geht um die M4, wie ihr schon seht. Es geht darum, die beste Variante der M4 zu zeigen, die bestmöglichen Anbauteile, die es aktuell gibt. Und sie ist jetzt noch nicht völlig fertig, denn ein Item können wir noch ändern, was auch erst mit Patch 0.9 neu dazugekommen ist. Ich erkläre euch gleich im Einzelnen, wo ihr welche Items kaufen könnt, was Sinn macht. Erzähle euch so noch ein bisschen was zur Waffe, Munition und so weiter, generelles Handling, generelle Nutzung, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und dann schauen wir einfach mal. Wie immer, denkt dran in meinen Videos. Ihr kennt das bereits. Es ist natürlich auch irgendwo Meinung, Erfahrung mit dabei. Ihr habt vielleicht andere Erfahrungen gemacht. Ihr habt eine andere Meinung zur Waffe. Gern immer in Kommentaren unten mit versehen. Wenn ihr vielleicht irgendwo auch mal noch ein Item habt, wo ihr sagt, baue ich lieber an, weil so und so. Ich gehe jetzt rein nach den Werten. Und somit sind wir schon dabei. Das Letzte, was wir noch ändern können, nämlich den Charge Handle. Und wir gucken gerade mal auf die fertigen Werte. Da komme ich jetzt hier auf einen Recoil-Wert von 141 mit einem Ergonomie-Wert von 55,02 Punkten. Das wird sich jetzt gleich noch ein wenig ändern, wenn wir das 60-Schuss-Magazin anbauen oder auch das, je nachdem, was ihr möchtet. Verliert ihr da noch mal ein bisschen Recoil, aber das ist es auf jeden Fall wert. So, was haben wir hier angebaut? Ihr seht im Vergleich zur Standard M4, ich zeige euch einfach parallel dazu auch mal die klassische Standardvariante. Davon haben wir nämlich noch ein paar. So, das ist so sieht das Ding vor der Umwandlung aus und so sieht das Ding nach der Aufrüstung komplett aus. Ja. Die Standard M4 bekommt ihr Peacekeeper Level 3 für ein bisschen über $700 zu kaufen. Dann gucken wir da uns das nämlich einmal ganz kurz an. So, bei Level 2. Kann ich euch auch noch dazu geben. Level 2 könnt ihr sie tauschen. 3 CPUs, 3 CPU-Fins ist ein super Tausch aus meiner Sicht. Denn ihr haltet eine Waffe, die ihr für $853, nicht nur 700, was ich gesagt habe, $853 kaufen könnt. Nicht müsst, kaufen könnt. Und ihr könnt die hier aber tauschen. 3 CPUs, 3 CPU-Lüfter sind, jetzt lasst mich lügen, ich glaube nicht mal 35.000 Rubel, wenn ihr sie bei Therapist verkauft. Also ein super Tausch, ja, wenn ihr die CPUs, also ihr müsst die auch mal für einen Quest sammeln, hier mal 10 Stück. Und ich glaube, CPUs sind es 3 Stück oder 5 Stück, die man mal sammeln muss. Wenn ihr das gemacht habt, sammelt das auf jeden Fall. Auch wenn ihr die M4 vielleicht nicht spielen wollt. Es ist monetär gesehen ein super Tausch. So. Wir wissen, wo wir sie kaufen können und wir wissen, wo wir sie auch tauschen können. Die meisten Anbauteile für die Waffe bekommt ihr bei Peacekeeper. Ja, mit wenigen Ausnahmen. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an, was es wann wo zu kaufen gibt. Denkt bitte immer dran, die Optimum-Variante ist eben die von den Werten her optimierte Version. Ihr könnt die Waffe natürlich auch in der abgespeckten Variante immer spielen. Ich werde euch dann gleich nochmal zeigen. Es gibt ja auch eine, die ihr tauschen könnt. Wie die aussieht, gibt es unterschiedliche Ansätze. Pistolengriff ist unangefochten der Gral, der einzige Griff, den man kaufen kann auf dem hohen Level. Peacekeeper Level 4 Item, 15% Ergonomie Bonus, führt kein Weg dran vorbei. Buttstock, ich persönlich spiele immer noch lieber die Variante mit dem MOE Buttstock und dem Rubberpad hinten drauf, weil es einfach besser aussieht. Das könnt ihr jetzt euch selber ausmachen oder nicht. Es macht von den Werten her wenig Unterschied, ob jetzt MOE oder nicht MOE. Also ob der, den ich dran hatte, also das ist der MOE-Stock. Mit dem Rubberpad noch hinten drauf. Sieht für mich ein bisschen mehr nach einer M4 aus als so. Es wäre einfach schön, wenn es den Stock vielleicht mal in einer anderen Farbe gäbe. Ja. Ist nur ein stylischer Punkt, wo ich sage, okay. So ist es ganz normal, der Remington Buttstock, der an der Ersatz standardmäßig gefittet ist. Das heißt, ihr müsst den CA2 Buffer Tube kaufen und den PRS Gen 2 gibt es bei Peacekeeper ganz normal zu kaufen. Und dann baut ihr das Ding dran. So, die Basis ist der Upper Receiver, der Moore 1, MOR1 von der Volta Weapon Systems Firma. Gibt es auch bei Peacekeeper Level 4 zu kaufen, kostet euch ein bisschen über $200 und ihr seid in der Lage,
da schon mal ein deutliches Upgrade zu machen. Das war am Anfang ein sinnloses Item, weil es keine Stats hatte. Jetzt mittlerweile ist es im Prinzip die Basis der M4 geworden, die unabdingbar ist. So ein Item, was Neues, ist nämlich der Raptor Charge Handle. Da gab es bisher nur einen, der einen Ergonomiepunkt mehr gebracht hat oder einen Ergonomie-Prozent mehr gebracht hat bei Peacekeeper. Der Raptor Charge Handle ist bei Mechanic zu erwerben ab Level 3 und bringt 3% Ergonomie mehr. So, Handguard nehme ich immer die kurze Variante vom LVOA. Macht 10% Ergonomie Bonus. Es gibt ein neues Handguard, was so rund ist und Löcher so auch so an der Seite hat. Das bringt nur 9%. Ich denke mal, dass das vielleicht mal noch aufgebessert wird, weil ich es irgendwie schwachsinnig finde, dass die ein neues Handguard reinbringt, was genau ein Ergonomie weniger bringt, obwohl es bei Mechanic 4, also deutlich später erst zu kaufen geht. Weiß ich nicht, ob die das nur noch ändern. Ihr wisst, denkt immer dran. Alle Guides, die ich hier mache, fittingmäßig, sind relativ schnell outdated, weil immer wieder Änderungen kommen. Ich habe jetzt den M1A-Guide zuletzt gemacht. Da kam einen Tag später schon wieder eine Änderung, wo ich eine Sache noch im Guide sage, die einen Tag später schon nicht mehr stimmte. Was ein Item, ab welchem Level kann ich es kaufen, angeht. Ja. Also so ist es hier halt auch immer. So, der LVA, ne? Handguard. Ist versehen mit einer 6-Inch-Schiene, die sieht er jetzt hier noch dazwischen. Und dran hängt der CQR-Griff, der mit Abstand beste Waffengriff im Spiel. Leider bis heute immer noch nur für die M4 einsetzbar, obwohl eigentlich auch an anderen Fitting-Schienen dran baubar, theoretisch. So ist das Item scheinbar aber geblockt auf die M4, wieso auch immer. Ich weiß nicht, ob es mal noch umgebaut wird oder ob er auch mal noch geändert wird. Eventuell gibt es den Griff dann auch mal woanders, weil nur dieser Griff macht minus 4% Recoil. Alles andere sind maximal minus 2% Recoil-Griffe. Muss man schauen, aber ist bei Mechanic Level 4 auch zu kaufen. Kostet fast 200 Euro. Also sehr, sehr teuer. Ja, wenn man überlegt, 200 Euro, dafür kriegst du schon fast eine komplett ungefittete AK, also eine Stock-AK. Ja, ist auf jeden Fall teuer. Ja, der MK12 Low Profile Gas Block, der hier vorne drin steckt, ist auch mit einzubauen, weil der Standard Gas Block würde hier drüber gucken. Ja, also, ihr braucht den Low Profile Gas Block immer, gibt es auch bei Peacekeeper zu kaufen und den braucht ihr immer, wenn ihr das Handguard wechselt. So, dann kommen wir zu der Eigenheit der M4, die es bei wenigen Waffen nur gibt, nämlich dass unter dem Schalldämpfer ein Kompensator steckt, wo er draufgeschraubt wird. Die M4 profitiert von Kompensator und Schalldämpfer. Ja, das heißt, ihr habt hier den doppelten Bonus. Beide Werte werden mit einbezogen. Das war eine Sache, die im ersten Guide damals noch nicht so hundertprozentig klar war, weil die Werteanzeige hier unten oftmals nicht valide war. Aber das wurde dann getestet und alles richtig empfunden. Ja, also das sind die Varianten. So, was kann man jetzt noch anders machen bei der M4? Rein in der Theorie natürlich Scope, habt ihr immer freie Wahl. Ihr kennt meine Affinität zum Hamre bzw. RCO aus ARMA-Zeiten. Ist für mich immer noch das gescheiteste Scope im Vergleich zu allen anderen. Hat in Kombination auch nur ein 3% Ergonomie-Loss, also 2% durchs Große, 1% durchs Kleine. Wenn man es vergleicht, zum Beispiel das Elkan Spectra hat 4% Ergonomie-Verlust. So, wir gucken noch mal ganz kurz. Wir sind 141 Recoil, 52,92 Ergonomie. 60 Schussmagazin ist eigentlich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch das Stangenmagazin besser als das Trommelmagazin. Ist auch eine merkwürdige Sache, weil das Trommelmagazin mal deutlich besser war, als es jetzt ist. Beides könnt ihr nicht kaufen. Ja, das ist auch noch wichtig zu sagen. Ja, das Stangenmagazin gibt es für zwei Circuitboards zu tauschen. Also nehmt immer Circuitboards mit, wenn ihr M4 spielen wollt. Und das gute alte Drumic weiterhin für einen Filter. Ja, also Filter immer mitnehmen, wenn ihr einen findet. Dann könnt ihr auch das Trommelmagazin tauschen. Zu kaufen gibt es 40 Schuss und 30 Schuss Magazine. Wenn man jetzt natürlich der absolute Ergonomie-Junkie ist, dann sollte man mit 30 Schuss Magazin spielen, weil da habt ihr nochmal runde 3 Punkte mehr Ergonomie bei der Waffe. Ja, was könnt ihr mit der Waffe machen? Wie solltet ihr die Waffe spielen? Das ist wieder ein bisschen Erfahrungssache. Die Waffe hat eine relativ hohe Feuerrate von 800 Rounds per Minute. Das heißt, sie ist im Spray gut, sie lässt sich relativ gut halten durch den relativ geringen Recoil. Ist sie im Spray gut? Aktuell leider.
aus meiner Sicht oftmals zu gut im Spray, gerade auch auf Distanz. 50 bis 100 Meter fängt man sich durch Dauerfeuer sehr schnell Face und Headshots, weil es einfach aus meiner Sicht immer noch viel zu leicht ist, Headshots zu landen bei dem Game. Durch die nicht vorhandene oder durch den kaum vorhandenen Sway, wenn man aus der Bewegung raus schießt. Also man läuft und läuft und läuft mit 30, 40 Kilo bepackt. Selbst wenn man nicht sprintet, müsste man eigentlich etwas mehr erschöpft sein. Aber nein, bei dem Game ist es leider immer noch so, dass du sofort anlegen kannst und ab geht die Party. Ja, ist auf Distanz, auf große Distanzen im Singletap auch noch ziemlich präzise, weil man da halt sagen muss, ihr müsst dann relativ schnell tappen und da auch gut halten können, weil die einzelne Kugel der Waffe macht natürlich nicht so viel Schaden, bedingt durch das Kaliber. Ja. Also ein einzelner MP-Schuss ist jetzt nicht so schmerzhaft, wenn er nicht gerade ins Gesicht trifft. Ja, dem müsst ihr euch bewusst sein. Hängt natürlich auch wie immer von der Munition ab. Die beste Munition aus meiner Sicht ist M995, hat einfach den Hintergrund, dass es die Armor-Piercing-Cartridge ist. Das heißt, ihr habt hier die höchste Chance, Panzerung zu durchschlagen. Ist vom Schaden her auch noch sogar mal ein bisschen erhöht worden. Es gibt Munition bei der M4, die mehr Schaden macht. Ich glaube, die 856A1 macht meines Wissens nach, glaube ich, fast den meisten Schaden. Hat auch noch ein bisschen Armor-Piercing. Schaut euch wie immer die Damage-Tabellen an, die es gibt, wenn ihr bei mir im Channel seid, im Discord. Wie auch auf Twitch gibt es entsprechende Befehle und entsprechende Tabellen zum Nachlesen. Da entscheidet euch selber auch nach dem, was ihr kaufen könnt. M995 mittlerweile nicht mehr gesperrt. Also vorher war es ja so, dass man Sniper Level 7 haben musste, um die Munition zu haben. Das ist geändert worden. M995 ist wieder permanent und auch endlos verfügbar. Was die M4 mittlerweile sicherlich wieder aufgewertet hat in der Nutzung. Denke gerade mit dem Update. Dadurch, dass die Munition wieder verfügbar ist, wird sie deutlich häufiger wieder gespielt, als sie mal gespielt wurde. Es ist eine super Waffe. Sie ist nicht billig, wenn man sie komplett ausbaut. Das muss man auch klar wissen. Ja, wir sind jetzt hier bei einem Preis, ich könnte es gar nicht mal unbedingt schätzen. Die Waffe an sich, hatten wir gesagt, waren wir bei 850. So, der Schalldämpfer kostet auch nochmal 700. Sind wir bei 1600, wenn wir den Kompensator noch mit dazu rechnen, so 1600 Dollar, 200 Euro, ja, sagen wir mal einfach 1800. Der Griff, der Kram, Scope, naja, so around about 2500 Dollar, wenn ihr alles ausgebaut habt und habt dann noch keine Munition. Ja, auch die Munition kostet pro Schuss 3 Dollar, das heißt, ihr habt da auf jeden Fall ein relativ hohes Investment. Es ist aber trotzdem eine Top-Waffe. Es ist immer noch die einzige 556-Waffe im Spiel der NATO. Es gibt noch die AK-101. Die lasse ich aber immer ein bisschen außen vor, weil die einfach kaum modifizierbar ist. Also es gibt keinen wirklichen Schalldämpfer direkt zu kaufen, außer den Hybrid. Und es gibt nur 30 Schussmagazine, weswegen ich immer... Für mich ist das die einzige 556-Waffe, weil ich da immer nur die NATO-Waffen zähle. Man weiß ja nie, was noch passiert. Es kommen sicherlich noch welche, aber aktuell ist es das Maß der Dinge, wenn ihr eine 556-Waffe spielen möchtet. So sieht das Fitting aus. Ich habe euch gesagt, wir gucken uns nochmal Varianten an. Es gibt natürlich auch, wenn ihr jetzt gerade Peacekeeper nur auf Level 3 habt, könnt ihr die Geschichte auch schon kaufen und ihr könnt sie auch fitten. Müsst dann eben ein bisschen Abstriche machen. Wir gucken uns das Ding hier mal an. Ja, hier habt ihr zum Beispiel, das ist, konnte man früher mal gegen Goldketten tauschen, jetzt ist es gegen Doctex. Hier habt ihr den MOE-Stock dran, der sollte es dann auch sein. Da haben wir einen FDE-Griff dran. Hier ist ein normaler Griff dran, ein BGVMK nennt sich das Ganze. Hat aber auch schon den NT-Schalli, mittlerweile gibt es den NT-Schalli schon ab Level 3. Hat nicht den besseren Upper Receiver, 30 Schuss Magazin, hat das RES Handguard auch dran. Ja, also hier müsst ihr halt wirklich schauen, also das RIS 2.9.5 nennt sich das Handguard hier. Hat einen Seitenmount dran, Seitenmount gibt es auch bei Peacekeeper Level 3 zu kaufen, 45 Grad abgewinkelt. Hat einen Zoom Scope, einfach vierfach, theoretisch mit Iron Sight, kann aber auch auf einen 45 Grad angewinkelten Dot wechseln. Und hat eine Laserapparatur dran. Ja, das ist natürlich auch wie immer optional. Auch bei dem Fitting.
Auch hier wieder optional an die Seite, oben unten, wo ihr möchtet, könnt ihr noch Taschenlampenlaser und weiteres anbauen. Also hier unten habt ihr einen Slot, ihr habt an der Seite hier noch die Möglichkeit, zum Beispiel was dran zu bauen. Müsst dann halt immer die Fitting-Schienen dran bauen. Und oben passt theoretisch auch noch was drauf. Ja. Also das ist wie immer optional, wenn ihr mit Laserapparatur oder sonstigen Sachen spielt. Ich denke, es ist alles gesagt. Ihr seht die aktuell nach heutigem Stand beste M4, die man sich zusammenbauen kann mit den besten Werten. Und wenn sich das wieder mal ändert in den nächsten Monaten und gravierende Änderungen kommen, wo ich sage, boah, dann müsste ich euch den Guide jetzt wieder mal aktualisieren, dann werde ich das tun. Ich denke mal, der Guide wird es jetzt erstmal hoffentlich eine Weile tun. Und wenn nicht, dann machen wir einfach einen neuen. Liebe Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit der M4. Könnt wie immer gern eure Erfahrungen mit der Waffe in die Kommentare posten, wenn ihr Fragen habt oder sonstige Wünsche habt, zum Beispiel auch für andere Guides. Dann wisst ihr, wie ihr mich kontaktieren könnt, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich wünsche euch eine gute Nacht und viel Spaß in Tarkov, viel Glück, möglichst wenig Fail-Shots und auch viel Spaß mit der M4. Ne? Haut rein!